Welt Amerika. Wenn du Trump magst, hast du mich. Es wird alles für ihn vorbereitet, damit er tun kann, was er will, wie ein Diktator. Joe Biden ist zu alt, Donald Trump ist zu arrogant. Es ist die wohl wichtigste Frage dieses Jahr in den USA. Wer macht das Rennen ums Weiße Haus? Wir fahren von der Quelle des Mississippi hier im Norden bis zur Mündung im Süden und nehmen euch mit und fragen die, die es am Ende entscheiden werden, die Wählerinnen und Wähler. Lake Atasca in Minnesota. Hier entspringt der Mississippi. Etwa 1,5 Stunden entfernt wohnt Annie mit ihrer Familie. Sie sind Native Americans und gehören zur Ojibwe Nation. Annie glaubt nicht mehr an die Politik, trotzdem will sie wählen. Ich würde Biden nur wählen, damit Trump nicht Präsident wird. Nur deshalb, nicht weil ich Biden bewundere. Ein großes Thema für sie, Klima- und Umweltschutz. Für mich und meine Familie ist es wichtig, dass wir... Für mich und meine Familie ist es wichtig, dass das Land so unberührt bleibt. Wir können den Grund des Flusses sehen. Hier gibt es so viel Leben. Darum würde sich Donald Trump als Präsident nicht scheren, glaubt sie. Schon jetzt durchschneiden Pipelines das Reservat. Gegen solch eine Leitung hat Annie gekämpft. Mehr als die Umweltzerstörung fürchtet Annie aber noch etwas anderes. Unter Trump wären nicht nur unsere Ressourcen in Gefahr. Er würde Verhaltensweisen dulden, die nicht akzeptabel sind. Es wird alles für ihn vorbereitet, damit er tun kann, was er will, wie ein Diktator. Ich habe Angst, dass Trump gewählt werden könnte. Wir könnten unsere Heimat verlieren. Er ist nicht nett zu andersfarbigen Menschen. Für mich geht es weiter. Von Minnesota nach Arkansas, einem der Bundesstaaten, die zu den sogenannten Flyover States gehören. Die heißen so, weil viele da einfach drüber fliegen, weil es da keine berühmten Sehenswürdigkeiten gibt. Für mich war das auch mal so, dass eigentlich Städte wie New York oder der Grand Canyon Sehnsuchtsorte waren. Aber das Land ist halt einfach so viel mehr. In Osceola im Bundesstaat Arkansas ist der Mississippi wichtig für die Wirtschaft. Hier im Hafen kommen LKW an, zum Beispiel mit Reis. Nirgendwo in den USA wird davon so viel angebaut wie in Arkansas. Kristen Hall macht den Qualitätscheck. Die 26-Jährige ist alleinerziehend. Neben ihrem Vollzeitjob studiert sie. Wenn sie an die Wahl denkt, ist sie frustriert. Ich finde, wir brauchen andere Optionen. Wir brauchen keine Neuauflage des letzten Wahljahres. Joe Biden ist zu alt und Donald Trump ist zu arrogant. Dass Politiker glaubwürdig sind, sei ihr wichtig. Und thematisch die Wirtschaft, die Grenzpolitik und Abtreibung. Ich glaube nicht, dass die junge Generation in der Politik ausreichend vertreten ist, gerade junge Frauen. Ich weiß, das ist ein hartes Thema, aber dass das Recht auf Abtreibung gekippt wurde, wirft uns jüngere Frauen um Generationen zurück. Such doch mal neue Leute. Warum müssen wir in der Politik immer wieder dieselben alten Leute wählen? In politics. Alte Politiker, auch ein Thema für die Republikaner Anthony, Seth und Max. Sie studieren in Memphis, Tennessee, Home of the Blues. In der Stadt startete schon Elvis Presley seine Karriere. Die Studenten glauben noch daran, dass Politik etwas verändern kann. Gemeinsam organisieren sie Veranstaltungen auf ihrem Unicampus, um für die Republikaner zu werben. Auch sie ärgert, dass es möglicherweise wieder auf ein Duell der alten Männer hinausläuft.
Es ist ein Problem, wenn all diese alten Leute versuchen, politische Entscheidungen zu treffen, die sich in den nächsten Jahren auf das Land auswirken, obwohl sie selbst, offen gesagt, in Zukunft nicht mehr da sein werden. Anthony darf dieses Jahr zum ersten Mal wählen. Er hätte sich mehr ernsthafte Konkurrenz für Donald Trump im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner gewünscht. Dass Trump voraussichtlich Spitzenkandidat seiner Partei wird, ein Dilemma, erzählt er mir. Ich stehe in großen Teilen hinter seiner Politik, aber was ich nicht an ihm mag, ist die Art, wie er sich präsentiert. Amerikas Ruf hat sich mit ihm drastisch verschlechtert, mit Joe Biden auch. Aber mit Trump hat der Absturz begonnen. Er verhält sich nicht so, wie es sich für eine Führungspersönlichkeit gehört. Das ist wie im Kindergarten. Trump sorgt für Schlagzeilen, aber für die schlechten. Ich denke, jeder andere republikanische Kandidat wäre besser als Trump. Ich finde, Politik muss wieder gemäßigter sein. Dass es in Amerika wieder eine eher versöhnende Stimme geben muss. Anthony nimmt mich mit in sein Verbindungshaus. Hier lagern Sticker, Anstecker und Aufkleber. Mit denen wollen die College Republicans junge Menschen für Politik gewinnen. Was sind aus deiner Perspektive die dringendsten Probleme junger Menschen, die der Präsident angehen muss? Vermutlich die Wirtschaftspolitik. Wir haben eine Immobilienkrise. Vor 20, 30 Jahren war klar, du wirst heiraten, Kinder bekommen und mit Anfang, Mitte 30 ein Haus haben. Das ist im heutigen Amerika einfach nicht mehr möglich. That is simply just not possible in today's America. Happy Mardi Gras, Karneval in New Orleans. Es ist der letzte Stopp auf unserer Reise entlang des Mississippi. Mitten im Trubel treffe ich Asali. An ihrer Bühne zieht der Umzug eines berühmten afroamerikanischen Karnevalsvereins vorbei. Mardi Gras mit den bunten Paraden bringt die Wirtschaft in Schwung. Aber in ihrer Community komme davon zu wenig an, meint Asali. Obwohl auch ihre Traditionen den Karneval zur Attraktion machen, sagt sie. Sie wollen uns singen hören, kochen sehen. Aber sie wollen nicht darüber reden, wie die politische Realität aussieht, in der wir leben. Und das muss sich ändern. Allein letztes Jahr hat der Karneval die Wirtschaft hier laut einer neuen Studie mit knapp 900 Millionen Dollar angefeuert. Dazu tragen auch die vielen Touristen bei. Party-Hotspot, die berühmte Bourbon Street mit ihren Bars, etwa anderthalb Kilometer von Asalis Bühne entfernt. Jetzt weiß ich, was Asali gemeint hat, als sie sagt, es gibt zwei Arten von Karneval. Hinten, das hat sich eher so ein bisschen nach Community-Event angefühlt, mit Grillen und so weiter. Und das hier ist Party eher wie am Ballermann. Zurück bei Asali. Was sie besonders erschüttert habe, die Wahl Donald Trumps 2016. Amerika wollte uns zeigen, dass selbst der dümmste Weiße immer noch besser ist als jeder Schwarze. Mit ihrem Kulturverein will Asali möglichst viele, vor allem junge Schwarze, motivieren, aufzustehen gegen Ungerechtigkeiten und stolz zu sein auf die eigene Kultur. Darüber zu sprechen geht ihr nah. Ich hoffe, dass wir eines Tages in einer Stadt leben, in der alle, die sie ausmachen und die, die davon profitieren, gleich behandelt werden. Mitten im Mardi Gras endet meine Reise. Asali und die anderen haben mir Einblicke in ihr Leben gegeben. Dass die Wahl für sie nicht einfach wird, war mir klar. Was meint ihr? Wer sollte nach der Wahl im November ins Weiße Haus einziehen? Schreibt uns in die Kommentare. Und wenn ihr wissen wollt, was sonst noch so los ist in den USA, dann klickt hier oder hier.